Ja, stirb, stirb, stirb. Ha, GG. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Dingsbums. Oh. Dieses Smash, wie das heißt, Inferno Rush. Ich brauche nur schnell eine Musik. Die da ist gute Musik, gute Musik. Ja, auf dem Multigroup.net-Server, ich habe ein bisschen, was soll ich sagen? Wir spielen eine Inferno Rush in der Runde mit ein paar anderen Leuten, mit ein paar Pandas und ein paar, weiß ich nicht, Erdblöcken und so weiter und so fort. Ich hoffe, wir bekommen ein paar Specials. Ja, wenn nicht, ist auch egal, wir überleben sowieso nicht lange, weil irgendwie, da gehört auch schon sehr viel Glück dazu, finde ich. Ob man da irgendwie dann zum Schluss einen Block erwischt oder nicht. Und danach, keine Ahnung, Superjump oder Syndicate Games oder sowas. Oder ich probiere mich mit Survival Games, aber das habe ich vorher gemacht. Aber, ja, das Power-Up, das werde ich jetzt schwer bekommen. Ja. A Safe Spot. Jedenfalls, wo war ich jetzt genau? Mit Survival Games habe ich vorher aufgenommen und bin gleich gestorben. Das hat mich so aufgeregt, weil irgendwie ich war eh überhaupt nicht, keine Ahnung, so. Ich war gut ausgerüstet und so und habe es trotzdem nicht geschafft. Ja. Aber jetzt will ich das nächste Power-Up bekommen. Ich will es haben! Wo ist es? Da. Ach Gott, dieser Mist. Ui, ich bin gleich gelandet auf einer Insel. Das ist gut, das ist gut. Health Bonus hatte, das heißt, niemand kann mich runterschießen. Komm, schleich dich, ich will da bleiben. Ja, Inferno Rush. Das ist ein echt cooles Spiel. Es ist zwar noch Beta und so. Oh Mann, das habe ich wieder nicht bekommen. Aber es ist jetzt schon ziemlich gut und viele Bugs gibt es eigentlich nicht. Ja. Oh, da ist eine Plattform. Wie viele Plattformen spawnen denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wird das immer eine Plattform weniger? I don't know. Wow. Und diese Action-Musik passt perfectly dazu. Power up, power up, power up. Da! Ne, wo? Wo? Was? Wow. Wow. Also langsam wird es dann schon ziemlich knapp, wenn man da nicht sofort was findet. Schaut ziemlich schlecht aus. Ja, es kommt halt jetzt, finde ich, hin und wieder aufs Glück drauf an, wo halt die Plattform spawnt, weil in der Mitte, wenn man sich jetzt zum Beispiel in die Mitte stellt, ja. Oh Gott, die hat Snowballs. Scheiße. Das Problem ist, wenn hier jetzt nichts. Ja! Attack, ein Attack, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Ja. Da, fall runter! Na, no, nicht runtergefallen, oh Mann. Urverkackt habe ich das, aber was soll man machen? Wo ist das Power-Up? Da ist das Power-Up. Nicht geschafft. Wo ist denn? Das Problem ist halt, ist da jetzt noch. Ob da jetzt überhaupt eine Plattform spawnt, ja? Das ist das Grindige. Ich meine schon. Aber wenn da keine spawnt und da hinten nur hinten spawnt eine, dann bin ich so im Arsch. Dann bin ich wirklich im Arsch. Dann schafft man es nicht. Dann überlebt man das nicht. Weil da sind jetzt zwei gespawnt, ja. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, es gibt 6 Möglichkeiten. Gut. Oh mein Gott, nur mehr 4 Möglichkeiten. Ja, okay. Das war jetzt Glück, weil wenn hier jetzt Plattform ist, okay. Aber wenn da jetzt keine mehr ist, das sind jetzt noch 2 Plattformen gewesen. Also es kommt wirklich voll aufs Glück drauf an. Das heißt, wenn man da jetzt überlebt oder nicht, das ist der. Oha, er bekommt das Special einfach. Weißt du was, ich gehe da nach hinten. Da sind noch 2, 4, 5 aktiv. Und eins. Oh mein Gott. Eine von den dreien muss sich öffnen! Yeah! Yeah! Entschuldigung, dass ich so geschrien habe, aber ich habe es geschafft. Wie scheiße geil ist das denn? Wo ist das Power-Up? Power-Up, Power-Up, Power-Up. Ich mag es haben. Das ist ja echt schon hier. Echt gefährlich. Gut, no risk, no fun. Eine von den. Ah, da.
Ja! Health-Bonus. Geil, ich habe Health, aber das bringt mir wenig, das ist das Problem. Weil wenn ich sterbe hier, dann, ja. GG, first of all einmal. Und jetzt kommt es halt ganz drauf an, wo da was spawnt. Wo spawnt da was? Da hinten habe ich nicht gesehen. Yeah! Stirb! 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 Ha! GG! Nice! Ich hab gewonnen! Das erste Mal in meinem Leben! Das ist geiler Scheiß! Juhu! Ah, cool! Das fand ich geil! Das fand ich geil! So, Game Selector, ganz brief. Wie schaut's aus? Eine Runde ganz brief, die ich dann auch noch gewinne. Das Problem ist, so beliebt ist das nicht, deswegen kommt da halt meistens keine. Kommt da halt kein Spiel zusammen. Nur, ja. Gut, und das spielt auch. Spielen auch nur wenige. Cavern oder so. 0, 0, überall 0. Was ist denn das? Floating Island spielen so viele? Spiele ich auch. Okay, kein Problem. Was ist ein Float? Ah, das ist das. Oh mein Gott. Schauen wir mal, ob ich das gewinne. Aber plus 5 Cubics, immerhin. Wie schaut's denn aus? Da, Cavern. Komm schon. Spiel einer Cavern mit mir, bitte. Cavern, Cavern, Cavern. Eigentlich hätte ich das auch schneiden können. Wenn das allzu lang dauert, schneide ich das einfach. Und ich kann aber schauen, wer mir Skype geschrieben hat. Joa. Spam-Nachricht. So, boah. Brauch ein bisschen. So, schaut's denn aus. Slash Leaf. Niemand will mit einer Cavern spielen, dann spiele ich halt. Ahnung. Wieso wollen alle Floating Island spielen? Dann spiele ich auch Floating Island. Passt schon, passt schon. Ich merke es mir. Ja, ja. Cavern nur zwei Leute. Sehr Frechheit hier. Sonst ist da nichts los. Naja, immerhin habe ich 311 Cubics. Und jetzt geht's auch los. Hallo? Vielleicht habe ich einen Cut gemacht, vielleicht noch nicht. Ich glaube, ich vergesse sowieso. Da ist eine Truhe. Das ist eine Truhe. Was ist drin? Pfeile, gutes, gutes. Gutes Pfeile, ey. Was sonst ist da. Ich gehe da rauf einfach. Tschung! Boah, wie es mich geschleudert hat da überall. Der Wahnsinn. So, da ist eine versteckte Truhe nämlich. Das ist einmal gut. Wenigstens haben wir da was zum Verteidigen. Und da oben sind auch immer gute Sachen. Da zum Beispiel. Also die Truhen von her kenne ich mich schon ein bisschen aus. Aber die Map gefällt mir so nicht, weil. Außerdem habe ich keinen Sound, ist mir gerade aufgefallen. Kein Sound? Musik und Sound? Doch. Irgendwie. Komisch. Ist da noch irgendwo eine Truhe? Deine Truhe vergessen? Nein. Oh Scheiße, der kommt da rauf zu mir. Oh mein Gott, ich muss mich da langsam für den Kampf vorbereiten, ey. Oh mein Gott. So, wie ist das? Ist da noch irgendwo eine Truhe? Da ist noch eine. Ja, das ist gut. Ist gut. Wow! Stirb! Wow, fuck it! Wow! Wie Slenderman! Oh, fuck! Boah! Das war richtig schier gerade. Wer bist du, Deppet? Wow! Muss ich mir von diesem Schocker mal erholen. Eine Runde Desert Town gegen Feury Y1. Feury oder keine Ahnung. Jetzt geht's los. Das war ja richtig schier. Ja, bist du deppert. War da nicht früher meine Kiste? Das regt mich urauf, dass da keine Kiste ist. Da war immer eine Kiste. Glaube ich. Wieso schreibt er mir schon wieder? Austria. Und da gibt's Pfeile und das und. Habe ich nicht irgendwo. Na, zwei Eisen. Das heißt, ich bräuchte einen Stick, das wäre richtig geil mit Eisenschwert und so. Und dann wird das.
aber sonst nichts Gescheites, bis jetzt zumindest. Ich wette, ich treffe ihn gleich, weil da vorne gehe ich dann schon in sein Revier sozusagen. Das Problem ist, ich höre halt überhaupt nichts, wo er ist und so. Das ist das Problem. Aber da ist er. Ich glaube, ich mache einen Frontalangriff gleich. Wieso steht er da nur herum? Okay. Go. Sicher fair. Okay. Da bekommst du ein Enderflash da. Uah! Oh, fuck it. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Na, das schaffe ich nicht. Boah. GG auf jeden Fall. Das war's auch für die Folge. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Ja, gut, ich habe eine Massennachricht bekommen. Das ist urunnötig auf Skype, wie man auch immer das. Keine Ahnung. Jedenfalls, ein bisschen zur Abwechslung, zu Taktik, das natürlich. Und ja, bleibt gesund und munter. Wir sehen uns dann nächste Syndicate Games Folge oder. Wie heißt die Folge? Oder halt Inferno Rush oder irgendwas mit vielleicht miteinander nochmal wieder. Bleib gesund und munter, bis zum nächsten Mal. Ciao.